Um mit dem Sturmsoldaten von Level 7 auf Level 8 zu kommen, müssen wir 50 Gegner mit einem Sturmgewehr oder einer Schrotflinte töten, 5x 2 Gegner in weniger als 3 Sekunden töten, 2 Gegner in weniger als 20 Sekunden im Nahkampf töten und 20 Gegner mit Schrotflinte oder Sturmgewehr töten, ohne dabei zu sterben. Das ist alles super, super easy machbar. Die 50 Gegner sind halt einfach nur ein Grind. Schauen wir mal, wo begeben wir uns denn hin? Da hinten waren wir beim letzten Mal, glaube ich. Nee? Ja, nein, vielleicht. Egal, da gehen wir hin. Ich höre dort Stimmen. Machen wir. Habe ich eine Blendgranate ausgerüstet? Jo, prima. Dann könnten wir eigentlich auch mal eben auf der Straße schauen, ob wir da eine Patrouille sehen. Denn die Patrouillen eignen sich hervorragend für die Nahkampfkills. Und zwei Gegner. In weniger als 3 Sekunden. Auch die Gegner, die einfach so in der Pampa rumstehen, die eignen sich auch super. Die sind sogar tatsächlich oft nur zu zweit. Warum sammle ich eigentlich die ganzen Pflanzen ein? Ja, hier, guck mal. Ah, es sind drei. Einer trägt eine Schrotflinte. Das ist nicht ganz so gut. Und die sind halt ultra offen. Die sitzen ultra offen auf dem Feld. Wer schießt denn jetzt da? So, wenn ich einen ausschalte, wenn ich die alle blende, einen erschieße, und dann müsste ich die restlichen beiden, es sind nur zwei, ne? Ja. Gefälligst nicht überraschen. Ja, genau. Lasst euch nicht überraschen. Lasst euch nicht überraschen. So, Blendgranate. Was? Okay, der Feind ist ganz in der Nähe. Oh, ich glaube, das wird nix. Das Motorrad. Oh, hat doch geklappt. Wunderbar. Zack, das war's. Nice. Können wir uns gerade hier das Motorrad schnappen? Ja, steig ein. Nein, nicht die Waffe holen. Oh, wie ich das... Nein, meine Waffe. Ich will nicht die Saiga, verdammt. Gib mir die da. Mann, das hasse ich ja wie die Pest. So, wo wollten wir hin? Da, ne? Doch, das ist das, wo wir letztens waren. Wir können ja von außen mal kommen. Und das haben wir noch nicht so zur Genüge gesehen. Hallo ihr beiden. Ihr seid keine Gegner. Und da liegt ein Tactical Cache. Flup, hier ist er weg. So, hier haben wir zwei Gegner. Niemand wäre so dumm, sich hier zu verstecken. Hättet ihr auch sagen können, dass hier draußen nichts ist. Das waren zwei. Ich will da drüber. Nomad. Ihr hört, dass ich drücke, ne? Meine Güte. Weißt du, bei der Bundeswehr musst du über eine 2 oder, ich weiß gar nicht, über 2,5 Meter hohe Mauer springen. Alleine, ohne Hilfe. Wenn es geht, wenn du schaffst. Wenn nicht, kriegst du Hilfe. Oh shit. Nee. Nein, ist er nicht. Er lebt noch. Du siehst ihn gleich. In den lodernden Flammen der Hölle. Da haben wir einen. Oder? Er ist eine Pflanze. Oh! Scheiße! Jo, scheiße. Hier sind nicht so viele Gegner, wie ich mir das erhofft hatte. Aber
aber wir müssen ja sowieso 50 Gegner grinden. Jetzt noch 42. Ich habe einen PQ15 Laser drauf, ne? Ja. Kein Maul DA, den habe ich nämlich hier noch nicht. Ah, ich wollte gerade zur Pistole wechseln. Oh! Bei mir irgendwas mit 3? Verstanden. Nö. Die Schicht über auch einen Scheiß gesehen. Was? Drücke vor! Nein, tust du nicht. Oh, Teile. Zum Upgraden. Die können wir sicherlich gebrauchen. Hat er da eine richtige 416? Das ist eine 553, oder? Das ist keine 416. Ich guck mal. Ne, eine 805 brennen. Das ist was ganz anderes. Das hier vielleicht auch nicht, ne? Das ist auch eine brennen. Ne, das ist eine MK17. Alles klar, die will ich aber auch nicht. Ich leg da hinten noch so rum. Sieht doch gut aus, oder? Ey, eine AK-12. Ach, verdammt. Ich will normale 416 haben. Verdammt. Er hat gar keine Waffe. Auch gut. Und der ist gestraft genug. Das waren wieder zwei. Fehlen noch einmal zwei Gegner innerhalb von 2 Sekunden. Dann haben wir die alle. Da hört er die Zivilisten jammern. Wundert mich, dass wir noch nicht entdeckt wurden. Dann war das doch nicht hier, wo wir waren. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst ja, ich habe eine Orientierung wie ein Grashalm. Manchmal habe ich tatsächlich eine ganz gute Orientierung. Aber meistens eher nicht. Quatsch. Hallo du? Hier ist doch niemand. Doch, aber... Scheiße. Hey! Meine Güte. Da habe ich mir aber den Skalp rasiert. Ich glaube, das waren alle Gegner hier, ne? Scheinbar... Ach, der Sniper auf dem Dach noch, stimmt. Ja, du nicht. Der unfähigste Sniper ever. Der erste Schuss geht immer daneben und sehen tut er auch nichts. Weder als Aufklärer noch als Scharfschütze zu gebrauchen. Gut, okay, das war's dann hier. Schnappen wir uns ein Fahrzeug. Aha. Und dann fahren wir... Da waren wir beim Verkehrsknoten, oder? Ich würde dann aber eher Richtung Süden fahren. Experimente mit 3D-Drucken haben völlig neue Produkte hervorgebracht. Ayana Fury. Schauen wir mal, wo wir vorbeikommen. Wir brauchen noch einmal 2 Gegner weniger als 3 Sekunden. Noch 35 Gegner insgesamt. Und noch 5 Gegner ohne zu sterben. Überfahren zählt nicht, ne? Schade. Warum klappern diese Kisten eigentlich immer so? Ich meine, die ist nicht mal beladen. Wenn sie beladen wäre, würde ich es verstehen, aber... Malari Sirius, ja, da werden wahrscheinlich nicht viele sein. Da hinten sehe ich was. Da könnten viele sein, oder? Ist das nur die Wohnanlage Gamma oder so? Heieieiei. Wohnanlage Riegel, ja. Gut. Ja. Ich hätte gern Außenposten. Außenposten sind viele Gegner und da sind auch ein paar. Da haben wir 4 Stück auf einem Fleck, das ist gut. Ich gehe mal hinter dem Stein in Deckung. Und da sehe ich wahrscheinlich wieder nicht mehr viele. Ich sehe genug. Die haben aber auch alle. Die decken sich alle gegenseitig.
So muss das sein. Keine Aktivitäten. Hier passiert auch nichts. Das würde ich so nicht sagen. Wir haben jeden Tag unsere Schicht und nie passiert was. Der Punkt hat mir erzählt. Da kommen sie! Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Bam. Das waren die fünf. Oh, ja, hallo? Falsches Ende? In der falschen... Ach du Scheiße. Ich bin, ohne Witz, in über 400 Stunden Breakpoint noch nie von einem Gegner überfahren worden. Noch nie. Glaube ich zumindest. Also ich kann mich an kein einziges Mal erinnern. Das war ein Novum. Aber cool, so, sind die Gegner wieder da. Wir brauchen noch 39. Nein, gar nicht, 19. Nein, 29. Kommt vor 39. Kommt davon, wenn man nur die Zahl guckt und auswendig lernt. Und nicht rechnet. So, dale. Hast du die Brands gesehen? Ich war da. Hallo. Bewegung! Wir stehen unter Beschuss! Wer sagt das? Bin unterwegs. Nö, sei mal nicht. Ich wollte mir sowieso die Beine. Hier ist jemand. Nein, gar nicht. Weißt du was? Komm. Go loud. Verstanden. Wir werden sie fertig machen. Oben schleicht einer rum. Pass auf, es sind Feindeinheiten in der Nähe. Unfähige Bastarde. Noch 20. Ja, Schatz. Stellungswechsel. Yay, Level up. Aber kein Klassenlevel leider, sondern nur das Experience Level. Hab ich den erwischt? Ich glaub nicht. Der lebt noch. Lade nach. Brauche ich eigentlich gar nicht anzukündigen, wir haben eh keine KI-Kameraden dabei. Zählt die Drohne auch als Gegner? Diese kleinen blöden Pistronen, die da. Ja, cool. Hat noch gar keiner gerufen, findet sie, bevor wir alle tot sind. Bam. Noch 13. Wo ist die Deckung? 12. Die Musik beruhigt sich. Also waren das alle Gegner hier? Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück zum Parkplatz. Die Teile hier hole ich mir noch. So. Voll die Noobs. Na gut, eben haben sie mich erwischt, weil sie einen guten Fahrer hatten. Ich nehme... Ah komm, ich nehme den. Dann kann man besser querfeld einfahren. Muss nur nachher dran denken, den Schalldämpfer wieder drauf zu packen. Einfach gerade genau in die Richtung, die wir gucken. Und dann stoßen wir da vorne. Oh, ist das dieses komische Kongresszentrum-Ding? Ja, gut, können wir noch nicht sehen, aber ich glaube, das ist das. Das ist ein Haufen Gegner. Bom, bom. Und ein Haufen Raketenschützen, wenn ich mich richtig entsinne. So, Schalldämpfer. Bin ich verwundet? Tatsächlich. Tatsache.
bin Hayden, es folgen die Nachrichten. Hey! Hey! Hä? Wer? Wir werden angegriffen! Wer? Wo? Ich sehe da. Ach, guck mal, da oben ist einer. Ach, da hinten war er versteckt. Es gibt Feinde in der Umgebung! Verstanden! Von hier aus kann es losgehen! Over. Verdammt! Hab nicht rechtzeitig erwischt. Neun Gegner noch. Kriegen wir aber hin. Ich bin ein bisschen außer Puste. Ich sollte nicht zu viel rumrennen. Oh, ja, natürlich. Als ob. Das ist so. Ah. Also, die schießen auch genau dahin, wenn sie eigentlich gar nicht wissen können, dass du da bist. Genauso wie der Mörser. Wobei der Mörser mittlerweile ja nicht mehr so genau ist. Oh, Schalldämpfer ab. Und die Raketenschützen haben immer noch den Aimbot. Bam! Haha! Den habe ich selbst kaum gesehen. Stirb! Noch 6. 5. Der hat mich doch eindeutig getroffen. Warum kann ich mich nicht heilen? Bin wohl nicht verletzt. Hm. Legt ihr ab! So, da haben wir Deckung. Da. Da haben wir Deckung. Ich stelle mich drauf. Da rechts laufen ein paar, so die Peilung. Hä? Unsichtbare Wand oder was? So, kommt schon. Es fehlen nur noch 5 von euch. Ich bin hier. Oh, jop. Meins. 4. Der ist natürlich verletzt, das ist nicht so gut. Ah, der sitzt da unten im Busch. Ich sehe ihn halt nicht mal. Ich muss mich jetzt verarzten, sonst habe ich gleich ein ganz dickes Problem. Ja, die Folgen werden länger. So, dann schauen wir nochmal, ob wir die letzten 3 auch noch bekommen. Wo? Die wissen doch genau, wo ich bin. Warum rücken die nicht vor? Ah, guck mal. 2 und 3. Ey, komm. 3. Yippie! Und schon sind wir auf Rang 8. Nice.